Hätte er ja eigentlich auch schon längst mal ernten können, der ernten Sack, müssen, ne? ne? Wirklich, ey. Wenn er das schon vergisst, dann braucht er sich nachher auch nicht beschweren. Strohablage, Strohablage. Ja, ist an. Ist das das große Schneidwerk? Nein, oder? Nicht das ganz große, nee, nee. Ich wollte gerade sagen. Es wird auf jeden Fall einen Moment dauern, hier eben 20.000 Liter abzuernten. Könnte durchaus sein. Aber es Könnte sieht cool aus. durchaus die Hälfte des Feldes werden. Nee, oder? Ja. Ich habe jetzt Aber das gerade haben mal wir doch. 1.000 Liter drin. Aber das haben wir doch gedüngt wie die. Obwohl, ja gut, die Hälfte des Feldes ist jetzt übertrieben gewesen. Das ist doch ein bisschen größer, das Feld. Lass es vier solche Bahnen sein. Ja, vielleicht auch mehr. Ich guck mal. Oder einmal Vorgewinde ringsrum. 1.500 habe ich jetzt. Ja, mach einmal das Vorgewinde, oder? Ja, das kann ich direkt schon mal ziehen. Das ist, ja. Das mache ich. Glaube, das würde von der Menge bestimmt. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Die Map hat was. Die ist nicht zu klein, die ist nicht zu groß. Die ist Die auch ist nicht gar nur nicht zu flach, groß. sondern auch hügelig. Perfekt. Ja, die ist schon wirklich geil gemacht, auf jeden Fall. Ja, wahnsinnig abwechslungsreich ist sie. Richtig, ja. Wenn da noch die ganzen Skripts kommen, ey. Oh ja. Ich glaube, dann wird es richtig heftig. Ich find's richtig. Ich finde das sowieso auf der Map. Überall ist irgendwo irgendwas verbaut. Sei es Silo, sei es ein Silagebunker, sei es irgendein Getreide-Ding, das Halle, Unterstand, Wahnsinn. Ja, vor allem kriegst du die auch fast alle auf die Hallen, ne? Anton wollte ja eigentlich so einen fertigen Hof hier nehmen. Bis ich ihm dann gesagt habe, ja, wo willst du mit deinem Lager hin? Wo willst du mit deinen Viechern hin und so weiter? Jo, irgendein Feld. Ja, aber finden Feld dann in der Nähe und vor allen Dingen einen Hof, der dir dann passt und so. Genau. Dann habe ich ihn halt doch dazu überredet, sich einzubauen, beziehungsweise eigentlich habe ich ihn den gebaut. Zumindest ziemlich grob. Ich habe ihn in die Fahrzeughallen gesetzt. Die Bäume, die bei seinem Silo stehen, die habe ich da hingebaut. Ansonsten hat er halt die ganzen anderen Gebäude, hat er glaube ich soweit selbst gesetzt. Aber den Hof geplättet habe ich ihn auf jeden Fall. Weil das hat er gesagt, da hat er keine Geduld für und ist nicht so seins. Ja, das Plätten ist ja nicht richtige, also das ist nicht Ding an sich, das ist ja schnell gemacht mit beiden Ja, einfach Maustasten nur und dann platt machen, langgezogen. ja. Ja, aber dann irgendwo ein Hang oder ein Hügel oder eine Auffahrt oder so und dann das Angleichen. Ja, so wie es bei uns ist. Also ich habe Ja. bei ihm halt auch extra so einen kleinen Höhenunterschied reingemacht, weil, ey, wenn du da so eine große Fläche wie er da hat, einfach komplett plan hast, und dann ist sie auch ja im Moment eigentlich nur Beton, da kommst du dir vor, keine Ahnung, Alter, als wenn du in irgendeinem Kaserngelände stehst. Ja, das ist klar. Da fehlen nur noch. Ja, Stacheldrahtzaun drumherum. Ja, Und ein paar 75 Panzer. Meter Stacheldraht. Alle vier Ecken in großer Wachturm mit einem Scheinwerfer. Boah, 7.000 Liter erst. Da kommt gar nicht so viel bei rum. Was ist hier los mit dem Hafer? Ist Hafer nicht auch eine Pferdesorte? Nee, ja. Haflinger, ne? Haflinger oder sowas? Irgendwas mit Ja, Hafer irgendwie auf jeden Fall. Haferflocken. Haflinger, ja doch, stimmt schon.
Der nimmt es an. Perfekt. Ja, sicher. Sowas nimmt er auf jeden Fall an. Dass er halt Gehäckseltes annimmt, ist eher unüblich. Und nächste Woche fahren wir damit Mist auf die Felder. Nee, das machen wir nicht. Nee. Dafür gibt's ja andere coole Sachen noch, die wir kaufen können. Auf jeden Fall. Das war's schon, oder was? Hä? Ja. Wie fährst du jetzt drin? 8000? 9001. Boah. 9001. Das ist ja nichts. Und das für so ein Feld, ey. Aber genügend haben wir es doch. Ja, auf jeden Fall. Ich tippe auf schlechte Qualität vom Saatgut. Ich auch. Die Keimfähigkeit war nicht gut. Na, du kommst schief. Ich komm nicht schief. Wenn du nochmal sagst, dass ich schief komme, ne? Okay, dann fährt er diagonal. Das ist nicht lustig. Gedüngt 97%? Gedüngt 7%? Was ist hier los? 66, 91, 100. Ja, aber guck mal, steht halt volles Brett dran. Wonach willst du dich dann richten? 94. Ich glaube, da trifft jede einzelne Pflanze gerade. Ja, aber im Großen und Ganzen ist das hier 100% gedüngt. Also auf der Map. Ich habe nichts übrig gelassen. Ja, das ist auch kein Fehler unsererseits. Ist komplett dunkel. Hat aber auch kein... Die 44 ist auch half. Überlegst? Okay, pass auf, aber... Was ist an Hafer auch dran? Hast du mal Haferflocken gesehen? Hast du mal die Pflanze angeschaut, wie viel Müll da dran ist und oben nur die 2, 3, 5, 6? Genau, kein Wunder, dass da nichts bei rumkommt. Das nächste Mal hier, da hinten, die drei Felder, da kommt Hafer drauf, mein Freund. Der Witz ist auch, hoffentlich hat bei so viel Abfall auch jede Menge Stroh. Also in der Stroh sieht das schon gar nicht wenig aus. Das ist schon ein relativ großer Schwart. Guck dir das mal an. Können wir uns echt überlegen, ob wir die anderen Getreidesorten des Strohs hat, hat der die Kurve denn richtig gefahren? Nee, der ist jetzt Döner essen. Hat der das richtig geschafft? Ja. Wow. Ja, der Helfer ist eine Wucht. Weißt du, jetzt will es so, wie es geht. Jetzt macht. Aber mitten im Arbeitseinsatz meist eine Aktion nach der anderen. Das ist nicht viel Hafer. Das ist wirklich nicht viel Hafer. Ja, deswegen überlege ich gerade, wenn wir beim Hafer. Hauptsächlich Ziel, ja, Hafer sowieso, aber das Stroh als Riesenaspekt nehmen, wenn da wirklich so viel Stroh schmeißt. Im Vergleich zum Weizen oder so. Ja gut, das Stroh werden wir ja auch so oder so los. Das brauchen wir zum Kühe füttern, zum Einstreuen bei den Kühen, zum Einstreuen ja, bei den Pferden. Ja. Was ist eigentlich, wenn wir bei dem hier Weizen, Gerste oder sowas, das Stroh anstatt Strohablage häckseln. Gibt es eine Düngerstufe? Nee. Gibt's hier nicht. Ja, guck mal, hier kann das nicht.
Was Vorführeffekt war und beobachten. Ja, das Ding ist aber, wir brauchen, glaube ich, ein größeres Haferfeld, ey. Ich glaube, diese Fe ja, das daneben hat auch Hafer. Das gehört aber nicht uns. Noch nicht. Haben wir auch erstmal kein Geld für. Kauf mal irgendein anderes. Ich würde sagen, das nächste Mal. Ja, was heißt, wir brauchen ein größeres Haferfeld? Dann bauen wir einfach das nächste Mal auf zwei Feldern Hafer an. Ich meine, was Wollte soll der gerade Scheiß? sagen. Wir haben jetzt einmal Soja und einmal Raps drauf. Was wir im Moment sowieso nicht brauchen, außer um Geld zu machen. Weil ich Da glaube, um alle 16 Pferde zu versorgen, geht das ganze Feld drauf. ja, wenn es überhaupt langt. Ja. Wenn wir Wenn die wir jetzt schon 34. 15.000, 20.000 Liter brauchen, bei vier Pferden, das sind dann nochmal viermal so viel. Das heißt, dann brauchen wir ja über 100.000 Liter. Ja, das ist ja das, was ich sage. Und die kriegen wir hier nicht runter, Alter. Dann Ja. bauen wir, müssen wir zwei Felder Hafer machen. Da wäre Nützt ja uns, da nichts. wäre ich überlegt, ob wir bei dem Feld 40 auf diese 39, 41, 37, 38 oder sowas auf lange Zeit gesehen. Warte nochmal. Ich hab, war gerade Bei schön. dem Feld 40 auf der Map. Ja. Die ganzen bunten Flecken zu braun machen. Zu 40, braun. 41, 39, 38. Ich weiß ja gar nicht, was kosten die denn überhaupt? Geld? 66.000. Ja, Feld 41. Da fährst du einmal mit dem Mähdrescher drüber, dann ist das weg. Ja, deswegen würde ich die zusammenlegen. Uff. Die 38. Boah. Also die kosten 160, 170, 230. 280, Ich glaube, boah, bevor 66. wir die alle zusammenlegen, würde ich tatsächlich eher 34, 35, 36 zusammenlegen. Dass Oder das die ein 4, großes 43, Viereckiges ist. 44 zusammen. Zusammen Ein mit der 34. Was? Die 34 Hafer ansehen und die 43, 44. Mit 43 können wir nichts machen. Ja, das ist ja unsere. Ja. Ich sag ja, das 44, wollen. 34, Es sind ja drei neue Felder. 36. Ne, 34 haben wir schon. Ach so. Die 35 kostet 100.000 und die 36 Ja. kostet 190.000. Wenn man die zu einem großen Feld macht, das für Hafer. Gut, wobei das Ding, wir müssen auch erstmal jetzt die Grundversorgung, wenn die erstmal komplett gefüttert sind, die 16, da muss man ja immer nur noch ein bisschen nachfüttern, dann brauchen wir gar nicht mehr so ein großes Haferfeld. Nur das Ich jetzt würde erstmal für schauen. die Grundversorgung, das ist halt, oh, er ist so gut wie voll. Ich würde gucken, wie viel Mais wir überhaupt brauchen. Dann würde ich sonst sagen, die drei Felder, was wir jetzt Mais haben, da schmeiß mal Hafer drauf. Und auf der 43 kommt Mais drauf. Von mir aus mit der 34 zusammen. So, dann bunkere ich jetzt hier erstmal ab. Oder? Weil ich glaube, der Mais, der hebt, also der hält eine Weile, eine Menge her. Der wird tatsächlich wahrscheinlich, da wir uns ja nicht sofort 400 Kühe leisten können, wird das schon eine Weile halten. Ja, Auf für beim kurz oder nächsten lang glaube ich Mal. aber schon, dass wir die wieder da nehmen müssten. Ja. Also ich glaube, dass wenn wir jetzt das nächste Mal zwei Felder Hafer ansehen, dann sollten wir eigentlich genug haben, dass wir mit einem Feld dann, also wenn wir das hier vielleicht wieder nehmen für Hafer, damit auskommen. So tippe ich jetzt mal. Weil es geht ja nur erstmal die Grundversorgung. Wie gesagt, wenn die einmal voll sind, dann hält das für 6 Ingame-Tage. Ah ja, und in 6 Ingame-Tagen, überleg mal, wie viel wir da geschafft kriegen. Genau. Da reicht dann wieder ein Feld. Ja. So, der ist jetzt leer. Notfalls ziehen wir die 34 mit Hafer nach. Weißt du, Mann? Ja.